Ja, ich bin nicht dagegen. Das lockert den Vortrag auf, nicht wahr? Tut dem Autor gut und Sie kostet ja auch keine so große Mühe, nicht wahr? Also nur zu, Sie dürfen auch später mal, nicht wahr? Immer zu. Unvergesslich jene 14 Uhr Vorstellung in der Lugner City, die ich mir vorgemerkt hatte, um den Räuber Hotzenplotz nachzuholen. Ich schrieb damals gerade an meinem Buch Die böhmische Großmutter. Für eines der Kapitel war eine Recherche in dem nordosttschechischen Städtchen Osoblaha vorgesehen, das bis 1945 Hotzenplotz geheißen und Autor Ottfried Preußler zu seiner berühmten Kinderbuchfigur inspiriert hatte. Vor Antritt meiner Reise an den 250 Kilometer entfernten Originalschauplatz wollte ich mir zwecks Einstimmung ins Thema die Verfilmung des berühmten Kinderbuchbestsellers anschauen. 14 Uhr Beginn, das bedeutete Kindervorstellung. Tatsächlich strömte ausschließlich junges und jüngstes Volk ins Lugner Kino, Durchschnittsalter 8, die meisten in Begleitung ihrer Mütter. Ich war der einzige Mann im Publikum, mit meinen damals 70 Jahren ein totaler Fremdkörper. Von allen Seiten richteten sich misstrauische Blicke auf mich. Mit unverhohlenem Argwohn achteten die Jungmütter darauf, dass keines ihrer Geschrappen dem Unhold zu nahe kam. Ein Mann dieses Alters in einer Kindervorstellung, das konnte nur ein Lustkreis sein. Ich suchte mir einen Platz weit ab von meinen vermeintlichen Opfern, wagte kaum einen Blick ins Publikum und suchte nach Schluss der Vorstellung fluchtartig das Weite. Es war der unbehaglichste Kinobesuch meines Lebens. Eine andere Sache, an die ich auch nur mit Schaudern zurückdenke, aber ich muss es trotzdem loswerden, ist mein Auftritt als Fernsehkoch gewesen. Aus ihrem sehr unfreundlichen Gelächter schließe ich, dass Sie mir nicht zutrauen zu kochen. Da liegen Sie völlig richtig. Ich kann nicht. Ich bringe nicht einmal eine Eierspeise zusammen, bin daran auch nicht interessiert. Ich bin ein Restaurantmensch, habe gute Freunde, die mich bekochen. Also das ist alles kein Problem, machen Sie sich keine Sorgen. 1984 kam ein Anruf vom ORF. Es lief damals diese sehr populäre Sendung Bitte zu Tisch. Brigitte Xander, die früh verstorbene Brigitte Xander, hat das moderiert. Fernsehkoch Franz Zimmer hatte die Aufsicht. Und es kam also die Anfrage, ob ich in dieser Sendung mitwirken würde. Naja, also ich musste natürlich fairerweise gleich sagen, bitte, aber ich kann nicht kochen. Das hat die überhaupt nicht überrascht, die Redakteure sagt, das ist ganz normal. Die meisten Mitwirkenden, das sind meistens also Schauspieler sind es ja gewesen, die haben keine Ahnung, kommen auch nicht dazu. Also das ist ganz normal. Bitte, Sie haben 6 Wochen Zeit. In 6 Wochen ist ja erst die Aufnahme. Bis dahin können Sie also nach Ihrer Wahl. Und ich habe also gesagt, ja, also ich mache nicht. Dann habe ich natürlich, kaum war der Anruf zu Ende, sprach mir der Schweiß aus, der Angstschweiß. Aber es war Hilfe in der Nähe. Mein lieber Freund Ski, der ein begnadeter Koch ist, war bereit, mich also in der Kunst der Küche, in den Grundbegriffen zu unterweisen. Allerdings hat er gleich gesagt, du bist so Bartschert, also du kannst nur, weil es war gewünscht, dass es möglichst in einem gedreht werden kann. Also dieser Redakteur sagt, bitte, wir können schon schneiden, aber es wäre uns lieber, wenn es also in einem durchginge. Und so musste ich mich also wirklich gut vorbereiten. Und dieser liebe Freund hat dann gesagt, mach wirklich nichts, wo ein auch nur kleinstes Risiko dabei, nichts, was anbrennt oder überkocht, mach eine Suppe. Aber wenn schon nur Suppe, dann eine ganz besondere Suppe. Und die bestand dann aus, ich weiß nicht, Krebsfleisch, Mais, Brunnenkresse, Ingwer, also tolle Ingredienzien. Keine alltägliche Suppe.
bitte. Und die habe ich dann 6 Wochen lang geübt. Jeden Tag habe ich also diese Suppe gekocht. Es wurden alle meine Freunde, ein Opfer sitzt hier, meine liebe Gertrud. Die mussten dann alle antanzen und diese Suppe essen. Ich habe dann nach dem 3. Tag sie nicht mehr essen können, klarerweise. Habe dann den Ski gebeten, mir doch was Kleines anderes zuzubereiten. Ja, und nach 6 Wochen war ich fit. Ich war fit und die Aufnahme ist klaglos über die Bühne gegangen. Also eine für meine Verhältnisse reife Leistung. Aber einige Fernsehzuschauer waren nicht mit mir zufrieden. Es gab Briefe, böse Briefe. Na, was ist denn von dem Typ zu halten? Der hat ja sogar aufs Salzen vergessen. Das fand ich dann also schäbig geradezu und kleinlich, mir wenn ich schon überhaupt. Also, aber da wird natürlich absolute Könnerschaft, Perfektion verlangen. Aber ich habe von der Sendung sehr profitiert. Das Echo, ich habe dann, natürlich bekomme ich ja immer wieder die Zahlen aus dem Buchhandel, vom Verlag. Also die sind schlagartig in die Höhe gegangen, die Verkaufszahlen. Was bei Kultursendungen spätabends hochgestochen nicht der Fall war. Also da ist ein Unterschied. Aber das alles wissen Sie. Langsam zu Ende.